Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde, zu meinem ersten Singleplayer-Let's Play. Yeah! Ja, wir fangen direkt mal an. Und zwar da das, okay, ich gehe nochmal zurück. Das Multiplayer-Let's Play mit meinem Kumpel Destino89, was ihr bestimmt auf seinem Kanal verfolgt habt, leider nicht so ganz geklappt hat, da so ein paar Schwierigkeiten aufgetreten sind. Und das alles nicht so hingehauen hat wegen der neuen Minecraft-Version. Und ja, habe ich mir gedacht, komm, jetzt fängst du an, jetzt nehmen wir hier mal was Ordentliches auf und fangen an Singleplayer-Let's Play an. Und zwar habe ich hier das New World, das werde ich bestimmt auch umbenennen. Könnte ich eigentlich gleich mal machen. Wir nennen das Ganze mal YouTube. Machen wir einfach mal so. Und zwar ist das die Welt, in der ich das kurze Ankündigungsvideo mit der Namensänderung damals gemacht habe. Die habe ich durch Zufall einfach generiert und ich fand die so cool, ich möchte die einfach gern weiter benutzen. Oh, da sehe ich, voilà, da sehe ich, ich bin dann noch im Creative Mode. Ach, das sind wir auch schon. Das lässt sich natürlich gleich ändern mit Too Many Items. Da. So. Okay, hier sind wir nun und wir fangen direkt an, da geht die Sonne auf. Wir brauchen definitiv Holz. Also ich habe wirklich noch nichts verändert. Ich habe die Schriftzüge, die ich damals gebaut habe, das Video, komplett wieder weggerupft und habe jetzt hier quasi die nacksche Welt, so wie ich es vorgefunden habe. Und jetzt werden wir uns direkt mal ein bisschen Holz besorgen. Crafting Table und das Entschuldigung. Das übliche Anfangsprozedere halt. Ihr kennt das bestimmt von anderen Let's Players oder Let's Playern. Oder wenn ihr selbst irgendwas gespielt habt, eine neue Welt angefangen habt im Survival Mode. Erstmal Holz hackeln. Mit der Hand natürlich, weil wir so Ninja sind. Pakasha! Gesundheit. So. Na los, mal schneller. Ich glaube, ich werde mal updaten. Das machen wir erstmal komplett zu dem hier. Und dann. So. Ha. Erste Sache, ein Crafting Table. Und jetzt hätte ich gern eine Holzaxt. Es war noch nicht so, ist eigentlich sowas von uneffektiv, aber geht zumindest ein bisschen schneller. Und ich glaube, ich habe eine Idee. Ich mache mir auch gleich ein Holzschwertchen. Brauche noch ein paar Stöcker. Eine Holzspitzhacke. Haben wir erstmal drei Werkzeuge. Die nehmen wir natürlich wieder mit. Oh. Ja, geht jetzt nicht wirklich schneller. Was ich definitiv zuerst mache, weil es ist super geil, dass hier Schafe rumlaufen. Ihr wisst bestimmt alle warum. Tut mir leid für die armen Schafe, aber ich brauche die Wolle. Wolle! Boah, ernsthaft schon mit zwei Schlägen mit einem Holzschwert ist ein Schaf tot. Okay, den Rest lassen wir mal im Leben. Wir brauchen ja nur drei für ein erstes Bett. Das ging schnell. Meistens ist das Bett so eine Sache, wo man Ewigkeiten für braucht. Na, guck mal, noch ein Bäumchen hier. Das ist doch jetzt nicht wahr. Jetzt hat das noch nicht wirklich angefangen zu regnen. Warum? Naja, kann man nicht ändern. Ich mag nur die Sounds ein bisschen runterdrehen, weil es ist echt verdammt laut. Ach, das ist doch wirklich deprimierend, das Wetter. Holz, Holz, Holz. Ach, früher in der Alpha war es völlig egal, welchen Baum man abgebaut hat. Es war immer das gleiche Holz, was am Ende rauskam. Aber jetzt muss man ja doch auch darauf achten, was man für Bäume abbaut. Also die Minecraft-Updates sind auch so ein Thema, aber das würde ich mal gerne sprechen. Das ist so das erste Thema jetzt im Let's Play. Also Minecraft bzw. Mojang bringt ja echt 1000 Updates runter. Und auch Snapshot-Versionen gibt's und alles Mögliche. Ich finde das im ersten, also wenn man so hört, im ersten Moment ist das schon mal echt cool. Und man ist immer auf dem neuesten Stand und hat andauernd neue Sachen, die man ausprobieren kann. Das bringt natürlich auch so eine ganze Menge Abwechslung ins Spiel. Allerdings finde ich jetzt nicht so toll diesbezüglich, weil es ist einfach zu viel. Man kommt mit Updaten nicht hinterher und man muss dann alle Mods, Texture Packs und alles Mögliche updaten oder umpatchen oder so. Und das will doch keiner mal, ganz ehrlich. Wer von euch freut sich schon, wenn er mal wieder 50 Texture Packs umpatchen muss, weil er die gerne benutzen möchte? Oder
Irgend sowas. Das macht doch einfach keinen Spaß. Ja, ist meine Meinung persönlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Mich interessiert es aber, also interessiert das schon. Schreibt es in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Wie seht ihr das mit den ganzen Updates? Findet ihr das gut oder würdet ihr sagen, ey, nee, mag ich nicht. Ein bisschen weniger Updates wären schon cool. Das wäre jetzt zum Beispiel meine Meinung. Okay. Gibt ein bisschen mehr Holz noch. Ich habe da eben auch schon die Höhle gesehen. Die werden wir uns direkt mal angucken, glaube ich. Allerdings vorsichtig. Ach, da fällt mir was. Dummer Fehler. Vorbereitung, ne? Natürlich machen wir die Schwierigkeit auf normal. Wir sind ja richtige Gamer Bros hier. Also, ich überhaupt nicht, sag ich mal gleich von Anfang an. Aber hey, es ist ja ein Anfang. Es ist ja gerade mein Anfang des Let's Plays. Und da ist eine Höhle. Ah! Boah, das war. Jetzt aber schon hier, das ist aber nicht so. Alter, ich habe drei Schweine gekillt und krieg davon acht großes Schweinefleisch. Haben die irgendwie, ich glaube, die haben die Zahl erhöht an Fleisch, was die da droppen. Das ist ja lustig. So. Wir brauchen Kohle, definitiv. Und wir könnten uns natürlich. Ah, wir können uns Share Coal machen. Das ist eine gute Idee. Wenigstens für, weiß nicht. Paar Fackeln oder sowas. Das wäre ganz cool für die Nacht, für die erste Nacht. Aber wir haben ja schon mal ein Bett, also wir können uns schon mal ein Bett machen, das ist ein großer Vorteil. Es ist am ätzend am Regen, man merkt, man weiß nicht, wird es jetzt dunkel oder liegt das nur am Regen? So, also das ist. Entschuldigung, ich habe so ein bisschen einen Knoten gezogen. Ich bin auch noch leicht erkältet, vielleicht merkt man es in meiner Stimme. Also wir setzen mal fest, da drüben, das war ja unser Spawn. Ungefähr dort. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich gespawnt bin, als ich die Welt kreiert habe. Leider sieht man jetzt in den. Dort sieht man jetzt den. Ach, wie heißt das Ding? Den Seed nicht mehr so wirklich. Irgendwie sehe ich da keinen Seed. Ist ja auch egal. Ich hätte mal gerne gehabt, dann hätte ich die Welt nochmal von ganz von vorne angefangen, aber naja. Das ist jetzt natürlich. Also wir sollten uns jetzt mal ein Plätzchen suchen, wo wir anfangen hier. Anfangen irgendwas zu tun. Vielleicht hier? Ja, wohl eher nicht. Also ich kann da noch ein paar Infos jetzt mal geben. Also ich werde jetzt einfach mal aufnehmen, solange ich kann. Mir ist das immer ein bisschen an meine Eltern gebunden. Ich bin ja erst 14 Jahre alt und da haben meine Eltern schon ein Auge drauf, wie viel der kleine Johannes den Computer suchtet, weil das ja auch so ist. Nein, das ist ja wirklich eigentlich überhaupt nicht, aber es sind Eltern halt. Das ist Fürsorge, das ist normal. Pubertät ist halt die Zeit, wo Eltern schwierig werden. Das wissen wir ja alle. So, ich möchte an der Stelle möchte ich auch mal ein bisschen Werbung machen. Ich mache mal ein bisschen Werbung. Und zwar, oh, das ist ja schön hier. Ey, geil. Okay, ich hüpfe hier von einem Thema zum anderen, aber ey, also das ist doch geil, oder? Ich glaube, hier pflanze ich mich an. Da, genau da, auf der Ebene hier. Ey, das ist ja wirklich cool. So war ich stehen geblieben. Ich möchte ein bisschen Werbung machen für meinen Kumpel. Da habe ich ja schon am Anfang gewählt. Ich mache ja, hab ja versucht zumindest mit meinem Kumpel Destino89 ein paar Let's Plays Together zu machen von der von der Minecraft-Welt. It's Better Together. Eine Adventure-Map aus der Version 1. Lass mich überlegen. 1.7.5 Beta oder sowas. Und das hat irgendwie alles nicht so ganz funktioniert. Da wir feststellen mussten, dass die tollen Freunde hier von Mojang alles geändert haben, was die Redstone-Schaltung angeht und so alles. Was natürlich dazu führt, dass wir ja, die Let's Play-Welt nicht so ganz fertig machen konnten. Natürlich sehr schade, aber das kann man auch ebenfalls nicht ändern. So, ja, und ich finde, wir haben jetzt eigentlich schon mal ganz gut angefangen, fand ich, und so, das fand ich eigentlich ganz cool. Weil jetzt ist das natürlich, hat das Ganze natürlich ein schnelles Ende gefunden, aber er hat jetzt auch ein Singleplayer-Let's Play angefangen, genauso wie ich hier. Und einige von euch werden das vielleicht schon gesehen haben, andere nicht. Dem werde ich es empfehlen. Er hat jetzt schon eine Folge hochgeladen und ich finde es ganz cool. Ich hoffe natürlich, er unterstützt mich genauso wie ich ihn, und ja.
Ich möchte jetzt hier mal. Okay, zwei. Nee. Ich meine. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Ah, naja, gut, kann mich ändern. Ich hätte gern ein paar Samen. Also, ich meine natürlich Grassamen, Weizensamen. Für die, die jetzt schon wieder zweideutig pervers oder wie auch immer gedacht haben. Okay. Den Baum holzt man noch ab und dann soll es eigentlich dunkel werden. Das wird natürlich nicht so toll. Ich pack dann einfach mein Bett hier und gehe hoffen. Also, Destino 89 ist ja schon hier, stellen wir jetzt mal Destino, in der ersten Phase in der Let's Play, in der ersten Folge, einmal gestorben, und zwar wurde er von drei Mobs angegriffen und insgesamt zwei Creepern und der Enderman hat ihm dann den Rest gegeben, irgendwie so habe ich es verstanden. Und naja. Das tue ich mal hier rein. Das auch, das auch. Aha. Cool, wir haben ein bisschen Kohle gemacht. Ach, das passt doch. 3 und 3. 12 Fackeln, das ist prima. Da ich mal eine hier neben meinem Bettchen und eine dahin. Und eine dahin. So, haben wir unseren kleinen Campingplatz hier ausgeruht und gehen wir gleich im Regen schlafen, würde ich sagen. Obwohl ich könnte eigentlich schon. Ich brauche noch ein bisschen mehr Kohle. Natürlich wird nicht lange dauern, bis wir dann hier mal die erste Höhlentour oder so anfangen. Aber bis dahin ist bestimmt noch ein bisschen Zeit. So, ein paar weitere Stöcker. Guck ich mal, was brauche ich denn? Dann messen wir das hier. Dann machen wir für später noch das hier. Ups, oder? Ja, also. Brauche ich noch was? Vielleicht. Ach. Seien wir mal spendabel heute. Wir sind mal spendabel. Nee. Kommt dahin. Ach, scheiße. Ach, hab ich verklickt? Nein. Ach, ärgerlich. Ach, das ist doch jetzt ätzend, ne? Ich wollte das hier. Ach so, warte, da könnte ich doch. Doch. Nein! Ah, ich bin so dämlich. Ach, verdammt. Ey, ehrlich, entschuldigt meine Dummheit. Boah, also, ehrlich, das ist doch wohl nicht wahr. Ich habe doch wirklich zweimal das falsche Werkzeug gecraftet. Ich will, verdammt, eine Spitzhacke aus Stein. Ah, naja, aber wenigstens Nachschub. Ach, ich bin doch so hohl. So, ich sichere mal unseren ganzen Krempel und pack den hier in die Kiste rein. Das ist am besten auch alles. Nein, die auch. Jetzt haben wir eine massenhaft Unmenge an Werkzeug hier, was man überhaupt nicht braucht. Und wir gehen pennen. Und? Oh, Gott sei Dank, wir leben noch. Wir leben noch. Wir haben die erste Nacht überstanden. So schnell kann es gehen. Also, ich muss ja zugeben, das war wirklich. Oh, und der Regen hört auf. Was für ein schönes Wetter. Ach, jetzt kann ich meine Stimme. Meine Stimme auch wieder ein bisschen drosseln hier. Ich sehe keine Mobs, aber ihr habt ja alle gesehen, ich bin einfach normal gestellt. Aha. Skelett. Soll ich? Das hat mich schon gesehen, oder? Ja. Oder ist ein zweites? Na, hallo? Pff, eben nicht. Ich mag die Skelette nicht. Das sind wirklich die einzigen Mobs, die ich nicht leiden kann. Also, außer abgesehen von Creepern, so. Die mag niemand, aber...